Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Farming in der Zeitzeugengeschichte mit Anton Gremsbacher. Mit dabei ist heute wieder der liebe Marc, aka Röhrig. Moin! Ja, so. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass wir den Wald hier abgeholzt haben mit dem Team Beppi, mit dem Günther und Money. Die sind wieder abgereist und ja, wir waren in der Zwischenzeit zurück am Hof, haben hier ein bisschen mal die Fahrzeuge wieder in die Halle gestellt. Und der Röhrig ist auch vom Ansehen wiedergekommen. Der bringt jetzt eben die Sämaschine weg. Ich wollte ihm eigentlich noch was sagen, aber lass ihn fahren. Ne, ich hoffe, der weiß, was er zu tun hat. Und ja, mittlerweile hat er sich ja gut hier eingelebt. Ich muss mal eben zum Landhandel fahren, weil die haben noch Rechnungen zu bezahlen. Und ich war ja nochmal außerhalb von Reber bei einem Bekannten, der was am Abreißen ist. Und da habe ich wieder Steine mitgebracht. Weil das können die ja aktuell ja immer gut gebrauchen. Und deswegen bringen wir denen das mal dahin. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, Abend. Wie auch, wo dann auch immer ihr die Folge seht. Warum steht hier ein weißer Bulli? Okay. Ja. Fahren wir mal zum Landhandel. Funken wir jetzt gerade den Röhrig an. Ey, Röhrig! Jo, was ist los? Alles gut bei dir? Oh, soweit? Soweit. Aber ich finde, wir müssten mal hier die Halle ein bisschen größer haben. Warum? Ich weiß nicht. Hier ist immer, wenn die Schneidwerke hier drin stehen und der Drescher, ist hier so wenig Platz drin. Ja, wir müssen mal umstellen. Ich stehe hier. Seit wann haben wir hier eine Baustellenampel? Doch, ich weiß nicht. Ja. Unsere, hab ich noch nicht gesehen. Unsere Baufuzis, die haben mal wieder Langeweile. Wir haben doch aktuell nichts. Ich würde mal ein bisschen Maschinenpflege machen, ja? Das wollte ich gerade vorschlagen. Beziehungsweise ja. Fragen, was du machst. Ob du nicht mal Lust hättest, ein bisschen Maschinenpflege mal zu machen, ein bisschen putzen, mal die eine oder andere Maschine abschmieren. Ja, gar kein Problem, du. Ja, ich weiß, hast du da ein bisschen Ahnung von, wie was funktioniert teilweise? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ne, und alles kein Problem. Du kannst ja mal gucken, wenn du magst, in der bist du noch in der unteren Halle, wo die Schneidwerke und so weiter stehen? Ja. Dass du da vielleicht mal ein bisschen Platz machst. Wir haben ja den Drescher vom Ostfin ja noch da stehen. Der steht ja bei uns zum Wetterschutz drin. Ja. Und dass wir uns da ein bisschen mal sortieren, dass wir da wieder von den Schreien rausfahren können. Ja, ich guck mal. Ja? Jo. Am besten, okay, ja, ich lass dich einfach mal machen. Jo, alles klar. Alles klar, mein Bester. Bis später, ich bin jetzt beim Landhandel, ja? Jo, tschüss. Ciao. So, fahren wir mal hier rein. Das ist gut, dass der Röhrig mal ein bisschen Maschinenpflege macht. Gehört ja auch dazu. Ne? Dafür habe ich ihn auch quasi eingestellt. Nein, Spaß. Bisschen Spaß beiseite muss ja auch mal sein. So. Hi Lucy. Hallo. Du, wir zwei müssten mal unter vier Augen quatschen. Oh Gott. Mach mal gerade den Eindruck aus, Moment. Hat der Scheiße gebaut die letzte Woche, wo ich nicht da war? Nein. Gott sei Dank. Aber... Ich habe nämlich gerade den Praktikantenstatus weggenommen. Okay. Aber... Ich kann sich das bereuen. Da du ja die Chefin bist von hier, ne? Ja. Hast du ja auch die Macht vom Konto, richtig? Ja. Da wäre noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung? Ja. Von der Kartoffelernte. Uha. Ja. Ich glaube, ich muss dann mal was verkaufen fahren. Da lässt man mal die Jungs alleine und dann bauen sie nur Scheiße. Wie gesagt, ist die Rechnung von der Kartoffelernte, ne? Wie gesagt, ja, kein Problem, das zahle ich dann später. Ja. Pass auf, und ich habe hier momentan einen Bekannten, der was viel am Abreißen ist, ne? Du hast wieder Steine dabei? Ja. Du weißt ja wohin. Hier? Hier. Warte, komm her. Einfach hier.
Wo ich stehe? Ja. Kannst du abladen. Perfekt, ich muss mal kurz zum Feld fahren. Ja, kein Problem. Also es ist Feld 28. Feld 28, okay. Ja. Wird er da Bäume fällen? Nee, das ist ein Feld. Was soll ich da fällen an Bäume? Ja, weil du Forstklamotten an hast. Hab ich doch gar nicht. Doch. Nein. Doch. Ihr lügt mich an. Guck mal, wie schnell er das auszieht, die Jacke. Aber und das im Auto. Ja, im Auto. Nicht schlecht. Da ist eine Umziehkabine drin. So, ich muss mal kurz zum Feld. Bis später. Benimm dich. Chefin, ich guck mir das Feld an und dann machen wir da Gras drauf, oder? Ja, kein Problem. Alles klar, bis später. Liebe dich. Tschüss. Was? Russi? Ich habe, glaube ich, zwei Verehrer in dieser Stadt. Jetzt wird's kriminell. Ich lade mal die Steine ab, bevor ich nachher auch noch ein Verehrer bin. Ja, ich werde mal gucken, was ich verkaufen kann. Die sind wie immer übrigens umsonst, ne? Perfekt, dankeschön. Der macht mich fertig. Also ich suche immer noch Mitarbeiter, ne? Also wenn du mal Lust hast, ne? Also ich bin immer noch meine Chefin, aber vielleicht schiebe ich ihn ab. Ich brauche unbedingt einen neuen LKW. Der lädt so langsam ab. Na gut, Lucy, ist alles abgeladen, ja? Perfekt. Wie gesagt, wenn ich nochmal tab, komme ich einfach vorbei. Jo. Ciao. Tschüss. Oh. Die mit ihrer Ampel. Die stehen ja auch mehr als bescheiden da. Moin! Moin, Stefan! Und? Ich musste nur mal eben hier abbiegen, weil das Bauunternehmen oder unser schöner Bauhof Langeweile hat und mit einer mobilen Ampel rumfährt und genau in der Kreuzung, wo ich rechts abbiegen wollte, nicht abbiegen konnte. Deswegen musste ich gerade mal deinen Hof mal ein bisschen als Umweg nutzen. Kannst du gerne machen. Ne? Gut, alles klar. Alles klar. Ich fahre dann mal wieder Richtung Heimat. Ich muss noch Rechnungen eintreiben. Ja, mach das. Ich habe meine, glaube ich, alle bezahlt, gell? Ja. Ich habe nur vom Ahnenhof zwei. Oh. Aber das bist du ja nicht. Ich habe eine. Ah, ne, die sind bezahlt. Ja, unbezahlt. Ja. Ist leider weg. Ja, ne, da bin ich nicht, genau. Ich bin gerade am Gucken. Müsste ein Sticky sein, ne? Ja, da fahr ich direkt hin. Alles klar. Gut, bis später. Jo, bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. Röhrig? Ja? Also ich war jetzt beim Landhandel und bin quasi eigentlich schon auf dem Weg wieder zurück, aber ich habe gesehen, dass in unserem Rechnungsprogramm, ich weiß, hast du das mittlerweile auch auf deinem Handy drauf? Ja. Da sind noch zwei Rechnungen vom Siege übrig, die werde ich jetzt mal eintreiben. Ja, hör mal, eine Tankstelle haben wir nicht, oder? Doch, neben uns. Wenn du von unserem Hof rausfährst, ja? Dann fährst du rechts. Ja. Und dann fährst du eigentlich schon fast drauf zu. Ach so, ja, okay. Ne, also quasi wo unsere Halle ist, da rechts die Straße rein. Ja, gut, alles klar. Ne, also da ist du irgendwie so. Alles klar. Bis später.
Mahlzeit! Stefan, grüß dich! Na, was macht das Schönes? Ja, ein bisschen quatschen, oder? Ja, ein bisschen Smalltalk. Ich dachte, ich hab euch gerade von Weitem gesehen, ich grüße mal Tag sagen. Ja, weil wir sehen uns ja alle so selten, deswegen. Eben, ihr bist schon zum Young Sock, also jetzt hab ich den schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hier bin ich. Aber ihr wisst ja, wo ich wohne. Ja. Ja. Der hätte ja auch mal vorbeikommen können. Ja, ich war tagelang im Wald. Ja, ist ja nichts Neues bei dir. Du siehst ja teilweise den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ne? Ja, aber jetzt ist bei meinem Wald auch ein bisschen weniger geworden, seitdem die beiden Experten da oben waren. Ist es ein bisschen kahl geworden, sage ich jetzt mal. Ja, also da muss ich jetzt erstmal in Ruhe aufforsten. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das wieder aufforstest oder wie das da weiterläuft da oben. Ja, das soll auf jeden Fall wieder ein Wald entstehen. Ja, okay. Das waren wohl alles kaputte Bäume und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, aber schwer dabei. Auch gut was hergekriegt. Ja. Okay. Ich habe mit so einem Art Harvester habe ich die ganzen Dinger umgeholzt. Ah, okay. Ja, von daher cool. Hat Spaß gemacht. Ja, das glaube ich da. Ja, naja, ich versuche jetzt mal wieder hier rauszukommen. Ja, das glaube ich wird eher spannend. Nein, ja. Eher da hinten ist auch nochmal eine Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja vor kurzem gerade mal über was wollten wir reden? Genau, über Stroh. Ja, genau, ich habe ja die Strohballen bei mir. Genau, das war das mit den Ballen, wo ich mir nicht sicher war, ob man die reinbringen in den Stall. Soll ich mal mit einem mal vorbeikommen? Du testest es mal. Also, wenn du Zeit hast, dann auch gern. Ja, weil dann ist ja nicht das Problem. Den einen kann man ja opfern. Ja. Ne? Dann probieren wir das einmal und sonst würde ich da auf jeden Fall so sicher 10.000 Liter mal abkaufen. Ja, wie gesagt, ich fahre den LKW zurück, dann muss ich gucken, dass ich den Sigi mal erreicht bekomme und dann würde ich mal mit einem vorbeikommen. Ja, total gern. Gut, alles klar. Dann sagst du wahrscheinlich eh immer da. Ja, ja. Zur Not rufe ich an. Ja, genau. Gut, alles klar. Jungs, bis später. Jo, danke dir. Jo, ciao. Ciao. So, dann fahren wir wieder zurück zum Hof. Holen wir den einen Ballen jetzt gleich da raus. Tanken. Stimmt ja. Der ist ja tanken. Mir fällt gerade auf, meine lieben Zuschauer. Ich habe gerade keine Musik laufen. Das ändern wir gleich noch. Halt, einige kommen woanders hin. Einmal drehen. Hier lang. Dann setzen wir den Anhänger wieder mit auf das Vorderdach. Ah, da hat er jetzt das Schneidwerk hingestellt. Wo stelle ich denn den Anhänger hin? Hoppala. Das habt ihr nicht gesehen, ihr verratet mich bitte nicht, okay? Weil das ja mein Grundstück jetzt hier ist.
Das steht auf meinem Grundstück, ja. Jetzt mal hier rein. Aber Licht sollte man ausmachen. Boah. Jetzt mal ein auslagern, jetzt mal eben OOC, das habe ich noch nie gemacht. Quaderballen Heu, Quaderballen Rundball, ein, ist jetzt ausgelagert, ja, hab das vorher noch nie gemacht. So, dann fahren wir damit mal eben zum Jan nochmal. Testen wir das mal, was er davor hatte. Ich frage mich, was der Röhrisch wieder macht. Immer diese Bauf, Leute. Schaden, weil da keine See. Man erkennt eine Kuh am Euter? Ja, klar. Hallo! Wer schreit denn da schon wieder? Da verschreckt man ja die ganzen Kühe. Da, schau, die schreit schon. Hallo! Ich
Ich bleib mal hier, die sieht. Ja, die sieht freundlich aus. Da rum? Da rum? Ja. Ah, hier. Okay. Das ist sie. Hallo, Resi. Ach, wie schön. Stefan, komm einer. Okay, warte. Rupp. Da haben wir sportlich die alle sein. Perfekt. Was steht da im WhatsApp? Das ist direkt Verkaufsstrategie jetzt. Hi, Kara. Gute. Ich glaube, die Liebe liegt in der Luft da in Rehbach. Was ich da so auf WhatsApp lese. Moment. Ja, ein bisschen, ne? Echt jetzt? Oh ja, oh ja. Ja, die Resi. Stefan, Resi, darf ich dir da meine Lieblingskuh vorstellen hinter dir? Ganz zutraulich. Ist meine älteste Kuh. Hinter mir ist gar keine. Also ich sehe eine. Ja, hier. Ah? Hier. Okay. Das summt manchmal nicht ganz richtig. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Ich denke mal. Ja, dann schau mal, ob du raufkommst. Ja, hilfst du mir? Also, ja, ne? Zumindest. Ja, klar. Hochheben. Einen Moment. Ja. Eins, zwei, drei. Hopp. Oh Gott, oh Gott. Okay, das ist. Okay. Nicht so hoch wie ein Pferd, oder? Resi steht. Ja, das ist schon mal gut. Ja, der ist ganz breit. Okay, der ist ganz fein. Ach Gott, Resi, du bist einfach toll. Schau uns auch mal. Ich bin gerade ein bisschen über die Wurz Farm Nachrichten geschockt. Achtung, Resi, Achtung und hopp. Ja, schau an. Guck mal, habe ich Äpfelchen für dich. Oh Gott, du bist so eine hübsche. So eine. Wie alt ist Resi? Also man fragt ja einfach Frauen nicht nach dem Namen, aber ich weiß nicht, wie es bei Kühn ist. Na, der ist jetzt 3 Jahre. Die Älteste? Also, ich dachte jetzt schon, das ist was. Das ist doch noch voll Jungspund. Ja, schon, aber ich habe erst vor kurzem angefangen mit dem Ganzen und das war eine von die ersten, die ich bekommen habe. Ja, schau hier an, die legt sich sogar hin. Jetzt steht sie wieder auf, okay, doch nicht. Sepp, ich habe mal den Strohballen mitgebracht, ne? Ah, dann können wir das gleich probieren, ob das mit dem Strohballen funktioniert. Ich lasse die unten liegen, weil ich musste mal zum Hof wieder. Also jetzt haben wir gedacht, du schaust zum Landhandel vorbei. Nee, ich muss mal, ich bin gerade geschockt. Bis später! Ja, bis später, danke, ich melde mich dann, gell? Ja, melde dich. Ja, super. Alles. Jetzt, Mahlzeit! Hi! Grüß dich! Ich bin ein bisschen geschockt gerade. Warum, was hast du denn? Lies dir die WhatsApp. Du hörst dich sehr erkältet an. Ja, du, die Klimaanlage hier, was ist da die? Oh! Stefan! Wir zwei reden gleich, gib mir 2 Minuten. Hab ich Probleme? Wie gesagt, wir reden gleich, gib mir 2 Minuten. Okay. Siggi? Ja. Du, ich mag dich ja sehr, ne? Rechnungen sind alle bezahlt. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ich wollte auch wohl meinen. Alle gerade bezahlt noch auf meinem Traktor hier beim Wald. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag, Sigi. Ja, kann ich hier drüber fahren, kurz? Ja, mach, es passt, sollte passen. Ja, der hat Pflege, also schöne Reifen drauf. Ja. Ist danke dir, tschüss. Jo, wir hören uns. So, jetzt
hoffentlich ist der Röhrich auf dem Hof. Mit dem habe ich nämlich jetzt einen Tacken zu sprechen. Weil als Chef von ihm hat man eigentlich Sachen von ihm persönlich zu erfahren und nicht über What Farm. Und wenn er mir sagen wollte, dass die Rechnung bezahlt ist vom Landtunnel, das weiß ich. Ich bin mal gespannt, wo der Kerl sich jetzt gerade versteckt hat, da fährt er. Ich spieß dich auf! Was ist denn los? Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Ja, sind wir doch. Und ich hab gedacht, du bist einer meiner du bist mein bester Mitarbeiter. Aber warum erfahre ich halt nicht persönlich von dir, dass du eine Freundin hast? Das ist doch noch ganz frisch. Das war jetzt auch nur ein Spaß, Malte. Ich hätte dir das schon erzählt. Das war jetzt auch nur ein Spaß. Ich wollte mal wie so ein Vater sein, weißt du? Ach so, ja. Das war gerade ganz spontan. Weil ich war eben noch bei der Lucy. Ja. Und da habe ich noch gesagt, weil der Guido noch zu ihr sagte, liebe dich, so auch Spaß, ne? Ja. Und dann sagte sie, habe ich jetzt zwei Verehrer? Und dann habe ich darauf gesagt, ich fahre jetzt mal lieber, bevor ich nachher noch der nächste Verehrer bin. Ja. Ja, na gut, aber, meine lieben Freunde, der Röhrich hat euch was zu sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut auch die anderen Side-Stories auf dem True Farming-Kanal. Ja, und schaut beim lieben Marc auf YouTube vorbei, auf Twitch, da heißt er, wie heißt du da, Marc? Der Marc 1991. Ja, da nicht vergessen vorbeizuschauen, Abo da lassen und bei Twitch followen und er macht guten Content. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.